Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich begrüße ich Sie zur Andacht hier aus der Kirche in Großen Beringen. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, ob nun von zu Hause aus oder aus entspannten Urlaubstagen. Ich hoffe, Sie haben in diesen Tagen nicht nur einen arbeitsreichen, sondern auch einen erholsamen Sommer. Und Erholung für die Seele, das wünsche ich uns auch hier in dieser Andacht. Der Beringer Gospelchor hat sie musikalisch vorbereitet. Das hat uns viel Freude gemacht und mit den Liedern grüßen wir Sie heute herzlich. Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart und zu ihm lasst uns beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit allem, was wir sind. Mit unserer Freude und mit dem, was uns bedrängt. Mit unserem Dank und mit dem, was uns Angst macht. Und wir bitten dich, schau uns freundlich an, bring zur Ruhe, was uns bedrängt, heile, was zerbrochen ist. Lass uns deine Geborgenheit erfahren, die wir brauchen, um unseren Weg getrost fortzusetzen. Amen. Für den August stammt aus dem Gebetbuch der Bibel, aus dem 139. Psalm. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich hoffe, Sie haben in diesen Sommertagen Zeit, im Urlaub, in den freien Stunden am Sonntag, dem nachzuspüren und nachzudenken. Der wunderbaren Schöpfung Gottes, zu der Sie selbst gehören, zu der wir alle gehören. In dem Psalm, aus dem der Wochenspruch stammt, ist auf einzigartige Weise ins Wort gefasst, wer Gott ist und zugleich, wer wir selber sind. Ich lese Ihnen Verse aus dem 139. Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich liege oder gehe, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, und bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Den Spruch, einen gibt's, der alles sieht, auch das, was in der Nacht geschieht. Wenn Sie den hören, was haben Sie da vor Ihrem inneren Auge? Einen gibt's, der alles sieht, auch das, was in der Nacht geschieht. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ihn zu hören. Und die eine Art ist die mit dem erhobenen Zeigefinger. Und so ist er, glaube ich, auch gern zur Kindererziehung eingesetzt worden. Auch wenn du dich unbeobachtet fühlst, vielleicht gerade am Süßigkeiten-Schubfach, es gibt ein Auge, das dich bewacht oder überwacht. Einer sieht's jedenfalls. Und vielleicht kommt daher auch das Unbehagen, wenn man beobachtet wird. Wenn mich jemand allzu scharf anschaut, da frage ich mich unwillkürlich, stimmt irgendwas mit mir nicht? Oder ich frage mich, was hat er vor? Ich bin verunsichert. Ich möchte nicht dauernd beobachtet werden, das schränkt meine Freiheit ein. Trotzdem laufe ich in diesen Tagen mit der Corona-App in der Tasche umher, ich finde das auch wichtig, aber ich bin auch besorgt. Da werden meine Kontakte registriert, wo? Und die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wird überwacht und ich weiß nicht, ob das eine Fake News ist, aber ich habe gelesen, inzwischen auch mit Drohnen. Ich fühle mich beobachtet, in meiner Freiheit eingeschränkt und frage mich, wohin das noch führen kann. Und Überwachungskameras gibt es ja schon seit Jahren in unseren Städten, in den Banken und ich weiß nicht wo.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das sagt der Beter über Gott, und er versucht auch, diesen Blick zu entfliehen, in Gedanken jedenfalls. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht und wohin fliehen vor deinem Geist? Allerdings fragt er das Gott. Und er lernt in diesem Selbstgespräch mit Gott zweierlei. Er lernt, ich kann mich nicht verstecken. Und er lernt, ich brauche mich nicht verstecken. Wer ist denn das, der da auf mich schaut? Und wer ist das, der da angeschaut wird? Wer bin ich? Einen gibt's, der alles sieht, auch das, was in der Nacht geschieht. Und wenn wir dabei an Gott denken, da ist da kein erhobener Zeigefinger, sondern da sind gütige Augen. Die sind da, egal wie allein wir gerade unterwegs sind, auch in den Unwägbarkeiten unseres Lebens. Auch wenn es dunkel um mich wird und ich zum Verzweifeln allein mich fühle. Da ist sein Antlitz. Er schaut auf uns ohne Urteil, voller Nähe, mit Erbarmen. Er schaut auf ein Wunder. Du hast mich wunderbar geschaffen, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. So spricht der Beter mit Gott. So liebevoll schaut Gott auf uns. Er sagt, du bist doch mein geliebtes Kind. So schaut er uns an. Und wenn wir das Gott glauben können, dann hat das auch Folgen für unseren Umgang mit uns selbst. Wir können entspannter auf unser Leben gucken, denn nicht alles lastet nur auf mir. Einer ist, der alles sieht, der mich kennt, der mir vertraut und mittragen will. Und wenn wir das Gott glauben können, dann hat das auch Folgen für den Umgang mit unseren Mitmenschen. Wenn ich auf mich selbst freundlich schaue, wenn ich weiß, dass Gott auf mich freundlich schaut, dann kann ich das auch mit dem Blick auf andere Menschen. Vielleicht auch auf Menschen, die mich vielleicht gerade irgendwie nerven, die Macken haben. Ich kann mir Gott zum Vorbild nehmen und seinen freundlichen, entspannten Blick auf den Menschen an meiner Seite. Ein Blick, der Spannungen abbaut, Streit nicht vermeidet, aber unter das Vorzeichen stellt, da steht mir ein Mensch gegenüber, der auch Gottes Kind ist, wie ich. Und dazu gibt es eine kleine Übung, die ich Ihnen vorstellen möchte. Mach es dir bequem, auf dem Sofa, auf dem Boden, draußen in der Natur. Schließ die Augen, lass die Bilder kommen. Innere Bilder von Menschen, die dich bewegen, die du magst oder hast, die dir gleichgültig sind, deine Eltern, Geschwister, deine erste Liebe, dein jetziger Partner, deine Kinder, die Sorgenkinder besonders, der Nachbar, gegen den du prozessierst, die unausstehliche Schwiegermutter, der Mann, der dir gestern den Parkplatz wegschnappte, die nette Verkäuferin, auch Polizisten, Politiker. Lass langsam, ganz langsam diese Prozession von Menschen an deinem inneren Auge vorbeiziehen und sag im Rhythmus des Atems zu jedem Namen, auch ein Mensch, auch voll Angst und voll Hoffnung, auch hungrig nach Anerkennung und Liebe, auch angenommen von Gott. Und Gottes Friede, der größer ist als das, was wir verstehen, und der tiefer reicht als unsere Angst, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, Heil und Sohn.
Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für diese freien Tage, für die Zeit zum Ausruhen, für die Zeit, um Neues zu entdecken. Und wir bitten dich, sei bei uns in dieser Zeit und lass uns auch die Zeit finden, dich zu suchen. Und lass dich finden in der Natur, in unserem Nächsten und in uns selbst. Wir bitten dich. Gott, wir bitten dich für alle, die im Urlaub unterwegs sind und für alle, die zu Hause sind, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir Freiräume finden. Glück, Gemeinschaft, erfüllte Zeit und ein offenes Herz für deine Wunder. Wir bitten dich. Wir bitten dich für Menschen, die schwere Wege gehen müssen. Sei du mit ihnen, begleite sie und schenke ihnen Aussicht auf Gutes. Wir bitten dich. Wir bitten dich um deinen lebendigen Geist für Menschen, die sich auf den Weg machen, um neue Wege zu suchen. Wege heraus aus dem, was das Leben bedroht, in deiner Schöpfung, in unserem Miteinander, in der Gesellschaft, im eigenen Leben. Wir bitten dich. Mit Jesus Christus beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie in Ihren Tag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Yeah.
Denken.